Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen. Heute reagieren wir auf die große Todesrutsche. Ich muss wieder sagen, pixelmäßig ist das Video wieder auf ganz, ganz hohem Niveau. 240p kann man nur einstellen, mehr geht leider nicht. Und ja, wir gucken einfach mal rein. Todesrutsche. Es war ein wunderschöner Sommertag. Zum Ertrinken. Und die Mutter ins Tierheim. Zum Ertrinken. Was machst du da, Caillou? Komm halt deine Scheißfresse und fahr lieber auf der Straße, bevor ich dir ins Haar kacke. Oh, 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 das hört sich aber sehr abenteuerlich an. Da musst du ja ganz schön mutig sein. Das ist doch bescheuert. Also, mein großer Restefiker. Da wären wir. Boah, ohne Scheiß, der Kindergarten, ne, das sieht aus wie so ein Hochsicherheitskindergarten, ne, für ganz schwer erziehbare Drecktier. Hier fehlt nur noch NATO-Zaun, ne. Also NATO-Draht. Also mein großer Restefiker, da wären wir. Guten Morgen. Ich hab die derbste Verstopfung, dass ich ganze Brocken am Stück ausscheiße. Bis nie wieder. Viel Spaß. Danke. Tschüss, Mami. Achso, lol. Das ist voll schlecht synchronisiert. Also, warte mal, das Geräusch. Achso, jetzt habe ich es verstanden. Das Geräusch, das Knutschgeräusch kommt, wenn sie schon weg von Caillou ist. Das ist eine Abfuhr von der eigenen Danke. Mutter. Tschüss, Mami. Ach, wird doch verfickt nochmal überfahren, damit ich dich hässliches Stück Scheiße nie wieder ansehen muss. Du bist echt das Schlimmste, was mir hier untergekommen ist. Caillou war sehr aufgeregt, weil sie heute ins Kanal schwimmen gehen wollten. Baden war für ihn das Dümmste und Sinnloseste, was es je gegeben hat. Das ist so bescheuert, ne? Blut, Gewalt, Tod, Zerstörung, Wut, Hass, Aggression, massenweise Unfälle, Sterben, Krepieren, Abkratzen, Qualvoll, Sterben, Verrecken. Sehr gut, Caillou. Uns jetzt das verfickte Seil um den Hals binden. Das ist richtig. Also los, folgt mir alle. Sag mal, so ein Erziehungscamp. Das Seil ist dafür da, dass die Kinder nie abhauen können, ne? Es ist ein Erziehungscamp. Das weiß Caillou noch nicht. Das wird er bald herausfinden. Das ist ein Erziehungscamp. Ja! Wer zuerst bei der Schaufel ist! Caillou liebte es so hoch zu schaukeln, dass er mindestens 50 Meter über den Zaun fliegen kann. Das ist so bescheuert, ey. Boah, wie gern ich damals geschaukelt bin, ne? Ich wollte immer einen Überschlag versuchen, aber wenn ich immer kurz davor war, hatte ich übel Schiss. Ich hab's mir einfach nie getraut. Ich hatte Angst, dass ich sterbe, Mann. Also Kinder, jetzt wird es Zeit zu vergraben. Ja! Vergraben. Das ist das Allerschönste. No. Ohne Spaß. Ich will immer hier angucken. Das ist da drüben kackt deine Mutter wieder ins Becken. Sie macht's für 1,50 €. Sie wird uns heute betreuen. Alter, das ist aber, ey, das sind Wucherpreise, ne? Also 1,50 € muss ich echt sagen, sind ganz schöne Wucherpreise, ne? Also ich biete sehr für 1,10 € an. Zuhören und gehorchen und genau das machen, was sie sagt. Alter, so bescheuert, ey.
was ich bin. Pluck, 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 pluck. Ja, einer, der ganz schnell mal meine Familie beim Ertrinken sollte. Richtig, los gehen wir zur Rutsche. Meine Familie beim Ertrinken, Alter. Caillou fand das der Braune unheimlich aussah. Jetzt bist du dran. Du verbrannter Muffin. Er ist so bescheuert. Du bist der nächste, Leo. Ja! Lup, lup, lup. Also jetzt nichts gegen Leo, ne? Aber dem würde ich echt mal als Vater die ganzen Süßigkeiten wegnehmen, ne? Also komplett alles wegnehmen. Und Abendbrot gibt's dann nur noch erstmal alle 2 Tage für 2 Monate. Haha, der ist samt dem Becken in die Erde gekracht. Also dann, Caillou, jetzt darfst du hoch. Das hat vielleicht sowas von kein Bock gemacht, da kannst du dich ja direkt von einem Pferd besteigen lassen. Caillou kam es vor, als würde er Liebesnektar die Rutsche runterfließen lassen. Was ich überhaupt nicht sehe. Wie verfickt ratig und geil sie schon ist. So beweg jetzt deinen fetten Arsch ins Wasser, ansonsten hole ich wieder den Hammer. Die klonen sich heimlich immer. Bist du schon mal eine Wasserrutsche runtergeworfen worden und dabei mit deinem runden fetten Schädel auf Backsteine geschlagen? No. Beim ersten Mal hast du vielleicht ein bisschen Angst, aber dir wird es gefallen, wenn du es versuchst. Weißt du? Ja, ist ein Hobby von mir eigentlich. Meine eigenen, ne? Scheiße und Bisse, deine Mutter, Skinheads und Tisch. Also beim ersten Mal fand ich das auch ein bisschen scheiße, mit dem Schädel gegen Backsteine zu schlagen, aber irgendwann war ein Kick, ne? Das machst du bis heute noch, so ein Hobby von mir, ne? Deshalb bin ich auch so, wie ich bin, ne? Angst. Echt? Aha. Allein der Gedanke an deine Mutter gefiel mir gar nicht. Ich finde es toll, in dir heute Nacht einzudringen. Ja, ich weiß. Ich habe gesehen, wie viel Spaß ihr hattet. Mir gefiel dein Vater auch. Nachdem ich es probiert hatte, vielleicht gefällt dir das auch, wenn du es ausprobierst. Na, was meinst du? No. Caillou hatte immer noch ein ganz klein wenig Angst. Aber er wollte es nicht unbedingt probieren, die Wasserrutsche runterzurutschen. Ja gut, weiter, Caillou. Das Hochklettern lohnt sich, wirklich. No. Als Caillou war, ja, und dann stirbt man, weil man scheiß leider runterfliegt. Und Ziegenberg bestieg. Ist bescheuert. Jetzt geht's los. Komm, werde ich doch, du dummes Stück Scheiße. Ach. Ganz ehrlich, das ist die langweiligste Rutsche überhaupt, ne? Man kann sich da nicht verletzen, die ist total langsam, die ist voll kurz. Total scheiße. Das wirst du eh nicht packen, weil du echt zu dumm bist und dir selbst beim Kacken beide Beine brichst. Ach du meine Fresse, das ging da schneller, als ich gucken konnte. Ja, ich hab's geschafft! Ja, fantastisch! Und hat's dir gefallen? Nein. No. Ich bin. Lup, lup, lup. Einer.
Ein Ertrinkender. Das ist ganz klar deine Mutter. Richtig, komm, kannst du mir noch mal. Ja gut. Ich könnte Millionen mal runterrutschen. Und ich könnte Millionen, Milliarden mal... Dir was in deine scheiß hässliche Fresse boxen. Caillou? Hallo. Fremde. Pauli, die Kartoffel vom Kopf. Und wieso? Wieso wusste ich, dass das jetzt kommt? Das ist Counter-Strike und kein Kindergarten. Na, klasse. Nu. Mann, oh Mann, echt. So ein Hals. Dann habe ich mir vorgestellt, dass ich einen riesigen Berg hochklettere und dann hatte ich überhaupt keine Angst. Höchste Zeit, dass du ins Bett kommst. Vor allem, der hat keine Angst, so einen übelsten hohen Berg hochzuklettern, aber der hat Angst, eine beschissene Rutsche hochzuklettern und runterzurutschen. Alles klar, bei dem ist irgendwas falsch, der ist verhaltensgestört. Ich sag's doch, der sollte ganz, ganz schnell mal zum Arzt gehen. Du Schlingel. Bist du dumm oder so? Der Scheiß geht nicht. Und jetzt könnte ich das Millionen, Milliarden, Billionen Mal machen. Hä? Also bitte, also als Vierjähriger kann ich auch solche Zahlen. Also ich habe schon angefangen als Dreijähriger mit einem Dreisatz zu arbeiten. Also das ist ganz normal in der Schule, ne? Da geht's los. Ja, war ein bisschen anders, hat mir sehr gefallen. Grafik, also Qualität war nicht vorhanden. Was liegt, vielleicht liegt doch einfach dran, dass ich eine Brille brauche. Vielleicht, wenn ich eine Brille aufsetze, ist es Full HD. Sowas müsste doch mal entwickelt werden, eine Full HD Brille oder eine 4K Brille. Das wäre doch mal was. Aber nee, dat, auf die Idee kommt ja auch keiner. Ne? Ich hatte auch am Freitag auf Arbeit gesagt, es wäre doch mal voll schlau, wenn man für die Raucher Lungenreinigung anbieten würde und sich damit selbstständig macht. Ey, da würde man so viel Geld machen, wenn man immer die Lunge von den Rauchern reinigen würde. Aber ey, auf mich hört keiner, ich sag's ja. Ich lasse mir das zwar alles jetzt patentieren ganz schnell. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.